Einen wunderschönen Abend zur GTSL Liga Nummer 1. Wir bringen die Aliens aufs Parkett. Also feuerfreie Attacke in Liga Nummer 1 der GTSL. Hallöchen, Krabumettner. Damit geht's jetzt gleich los in Liga Nummer 1. Wer kann sich eventuell schon ein paar Punkte Richtung Meisterschaft gönnen? Vipex und Eis auf Position Nummer 1 und 2 schauen wir uns gleich natürlich nochmal ganz genau an. Aber jetzt natürlich erstmal der Trailer der GTSL. Viel Spaß! Und damit einen wunderschönen guten Abend. Auf geht's zur zweiten Runde. Nachdem wir Liga 4 hier schon auf dem Kanal gesehen haben, geht's jetzt mit Liga Nummer 1 weiter. Ja, und ich bin auf jeden Fall gespannt, wer jetzt gleich die Nase vorne haben wird. Also es ist extrem knapp, was die ersten beiden Plätze anbelangt. Vipex und Eis. Dann haben wir den Kollegen Michi an Position Nummer 3. Mephis im Moment Vierter, Raptor Fünfter, Giftswerk an Position Nummer 6. Hallöchen Phantom, auch dir herzlich willkommen. So, Steffen an Position Nummer 7, Heiki ist damit an Position Nummer 8, Magic Neunter, Je an Position Nummer 10. Dann haben wir Vichan 11, Gyros Teller an 12, Kultwickel an 13,
Joker vor Aces an Position Nummer 14 und King Curry an Position Nummer 15. So, so auf jeden Fall im Moment die Tabelle und wir starten jetzt mit der Qualifikation. So, Tabelle weg, Quali rein und auf geht's. Hallöchen Alexis, einen wunderschönen guten Abend wünsche ich dir. Wir gönnen uns jetzt den Quali-Start in Liga Nummer 1. So, Phantom feuert Steffen und Coldwickel an. Und ihr seht's. Wir haben Regen, wir werden ihn einsetzen und das zum Start. Also, die Qualifikation bereits im Regen. So wollen wir es haben. So nehmen wir es gerne. Malgamer, Hallöchen, auch dir herzlich willkommen. So, wir haben Regen, wir werden ihn einsetzen. Und in dem Fall jetzt in Liga Nummer 1. So, Magic ist hier unterwegs. King Curry mit dabei, der Steffen mit am Start. Dann haben wir Coldwickel. Dann haben wir den Kollegen Raptor. Gyrosteller darf nicht fehlen. Der Yi mit dabei. Dann haben wir Michi. Dann haben wir den Kollegen Giftzwerg, der Heiki, dann haben wir Vipex, Eis noch an der Box, genauso wie Vice, Mephis. Und zum ersten Mal als Gaststarter mit dabei ist Flyaholic. Also, da bin ich auch mal gespannt, wie der Kollege performen kann. So, King Curry mit dem Nissan GTR, der erste, der uns jetzt gleich hier im Nassen und mit den Intermediates in Kombination eine Rundenzeit platzieren wird. So, viel Erfolg an alle. Richten wir natürlich aus, Malgamer. So, Liga 2 ist jetzt gleich auch beim Kollegen Pribbe zu Ende. Und wir starten mit der Qualifikation hier von Liga Nummer 1. Also, Steffen in der Gesamtwertung, im Moment Siebter. Hallöchen, Achim, auch dir herzlich willkommen. Lange nicht gelesen, trotzdem wiedererkannt, ne? So, Magic ebenfalls auf den Intermediates. Alle mit den Intermediates unterwegs. Giftzwerg ebenfalls. Raptor fährt Weiche? Jawohl, kann man mal so machen, finde ich. Also, die Weichen beim Raptor. Dann haben wir Heiki ebenfalls mit Weich. Dann haben wir die Reds bei Flyaholic und Mephis mit den Intermediates. Also, Heiki und der Kollege Raptor mit den weichen Reifen. Ja, Raptor hat sogar so viel Zeit, der kann ganz charmant neu in den Chat schreiben. Ist ja gerade ein bisschen langsamer unterwegs hier mit den weichen Reifen. Ja. So, was hast du ausprobiert? Guzman, Moinsen, Hallöchen, auch dir herzlich willkommen. So, Strategie 3000, ich glaube auch. Ja. Kann man mal so machen, allerdings in den letzten beiden Runden. Da macht es schon irgendwie mehr Sinn. Ja. So, 8 Sekunden Strafe für den Kollegen Raptor. Wir springen. Tiefenentspannt heute. Ja, okay, Alexis. Und da ist der Raid aus Liga Nummer 2. GT Racer, Hallöchen. Und das hier ist der Dreher von King Curry. Ihr kommt genau pünktlich zum ersten Dreher. Und ihr seht's. Wir sind natürlich im Regen unterwegs. Qualifikation im Regen. Ivi, Hallöchen, willkommen zurück. Und Dankeschön für den Raid natürlich, Pribbe. Vielen lieben Dank. Und herzlich willkommen an alle. So, da hat wohl einer nicht aufgegessen. Das ist korrekt, Swiss Racer. Also ich warte nicht. Ich muss mein Gewicht in die richtige Richtung halten. Deswegen, ich habe aufgegessen gerade. Ja. So, Steffen ebenfalls auf Abwegen unterwegs. Wir sehen es gerade nach den SS. Geht es für ihn hier direkt quer. Copy, Buddy, Moinsen. So, Chef feuert den Kollegen Magic an, der sich gerade an Position Nummer 4 befindet. Allerdings ist das alles noch Schall und Rauch, denn wir haben noch keine gezeiteten Runden. Hier gesehen, hier kommt genau pünktlich gerade eben die Boxenrunde absolviert worden. Und jetzt hier im schicken Regen unterwegs. Wir kennen es natürlich aus Liga Nummer 2, da sind wir genauso gestartet. Und ich bin gespannt, wie weit die Jungs hier Richtung 2 Minuten kommen. So, Mephis an Position Nummer 12, der Viertplatzierte in der Gesamtwertung.
Heike im Moment 8er, 44 Punkte mit Magic und mit dem Kollegen von TFR, mit Yi, gleiche Punkte, 44 Punkte. Giftswerk Steffen punktgleich, 4 Punkte Abstand zum Raptor. Also extrem spannend hier im Mittelfeld. Da kann es ganz weit nach oben gehen oder ganz weit nach unten. Und herzlich willkommen beim Regenrennen der Liga Nummer 1. So, ist auch geil, Chef. Ivi so, ja, ich koche noch. Chef, vor Wut. So, Henley aber Coach, euch noch viel Spaß. Dankeschön, Pribble. Und jetzt kommen gleich die ersten Zeiten. King Curry, haben wir gesehen, war der Kollege gerade mit dem Ausritt. So, Steffen wird jetzt auf jeden Fall ein Ründchen präsentieren. Nee, tut er nicht. Er packt die Wets wieder weg. Ich bin im Ziel. Daniel, sauber. So, Vipex mit der 212527 im ersten Umlauf hier. So, Yi mit der 2.16er Zeit, Michi mit der 2.19er, also da haben wir noch große Abstände. Erstmal ein bisschen eingrooven hier im schicken Wetter rund um Suzuka. So, Gyrosteller im Moment Vierter, Magic Fünfter, 2.21. Ganz am Ende ist natürlich hier die Möglichkeit gegeben, auch mit den Weichen zu fahren. Und natürlich auch die Intermediates dann noch schneller zu machen. Ihr kennt's, abtrocknende Strecke. Wir sind gerade bei 5 Minuten 50, also gute 4 Minuten 50 noch zu absolvieren. 5,40 natürlich. Ja, das ist korrekt, Kaisi. So, verdient auf der Couch, sagt Lord Deadline. So, Mephis, 2.13, auf Position Nummer 2 gesprungen gerade eben. Vicky auf Position Nummer 14 und der Eis wartet einfach den Regen ab. Also, Eis wartet den Regen ab, alle anderen sind hier schon mal unterwegs. Raptor hat sich gedacht, weißt du was? Ah, ich hatte weiche Reifen. Ach komm, wir nehmen doch Intermediate. Ja, komm, wir nehmen doch Intermediate. Da geht was. So, Heike ebenfalls mit Intermediate hier unterwegs. Also der Fehler beim Joinen. Weiche Reifen mittlerweile schon beim Kollegen Giftswerk. Der holt sich direkt die wir weichen Reifen ab. Gerade eben die Boxenrunde. Also zweite Boxenrunde für den Kollegen Giftswerk. Ach, Eis hat Qualisperre. Genau so wart ja, Kaisi. Ja. Ja, der wartet den Regen wirklich ab. Ja. Also der wartet den Regen wirklich ab, denn die Quali-Sperre ist natürlich mit dabei. Natürlich. So, danke für die Erinnerung. Trotzdem wartet er den Regen ab. So, Beach auf 2, Magic auf 1. Gyrosteller übernimmt die Führung. Lord Deadline habe ich im ersten Moment auch gedacht, bis dann die Quali-Sperre nochmal ins Gehirn gerufen wurde. Ich wurde tatsächlich zweimal vollgetankt. Rosé, ich kann es kaum glauben. Ich habe es gesehen bei Pribbe. So, Gyrosteller auf Position Nummer 3. Vipex übernimmt wieder die Führung. Das ist natürlich schlecht für den Kollegen Eis, der sich im Moment in der Gesamtwertung genau 6 Punkte hinter dem Kollegen Vipex befindet. Und das hier ist im Moment der Führende in Liga Nummer 1. So, Gyrosteller, geile Runde bis hierhin. 209,959, um genau zu sein. Heißes Wassershow. Scheu, Dirk, wir werden den Eis gleich noch Richtung Wasser bringen. Denn genau so startet gleich das Rennen. So, Raptor 209, neue Bestzeit. 209,183 vom Kollegen Raptor. Der Kollege hier von SBM geht am TX3-Piloten dran vorbei. So, und der kriegt keine Runde mehr hin. Also, Vipex ist durch. Also, Raptor mit den 38.000stel im Moment in Führung. So, Yi auf Position Nummer 3, Gyrosteller 4., 3.000stel dahinter Magic. Ist das durcheinander gewürfelt heute? Vicha auf Position Nummer 6. Und da sieht man auch, wie eng das hier in Liga Nummer 1 zugeht, egal wo wir unterwegs sind. Hallöchen, Moni. So, Alexis natürlich mit den Herzen Richtung Raptor. Aber Vicha hat was dagegen. Vicha auf Pole.
Vice auf Pol mit der 207874. So, wer hat hier noch die Möglichkeit anzugreifen? Umso länger die Qualifikation dauert, umso trockener wird das Ganze. Oh, Magic übernimmt die Führung. Magic übernimmt die Führung und Vipex kann nicht mehr zurückschlagen, denn seine Runde ist schon vorbei. Yi an Position Nummer 1. Jetzt geht's nochmal richtig zur Sache. Curry King geht auf Position. King Curry auf Position Nummer 9. Also, Giftswerk jetzt, Polesitter. Jede Sekunde, die es hier länger dauert, umso mehr durcheinander gewürfelt wird es. Wie heißt er auf der 1? Giftswerk, genau so heißt er. So, Vice Position Nummer 5. Raptor hat nochmal die Möglichkeit. Kann Raptor hier nochmal zurückschlagen? Der letzte Kollege, der nochmal über die Linie kommt. 2031, leider nein, 207. Raptor auf Position Nummer 6. Also, Giftswerk mit den weichen Reifen auf Position Nummer 1, 4,4 Sekunden vor dem Kollegen Yi. Mist, auf der 2, so schnell geht das. Ja, so ist das manchmal. Ja. So, also, das ist das Endergebnis von der Qualifikation. So, Giftswerk auf 1, Je auf Position Nummer 2. Dann haben wir Magic auf Position 3, Gyrostel auf 4, Veach auf 5, Raptor auf Position Nummer 6. Dann haben wir Vipex auf 7, Coldwickle auf Position Nummer 8. Dann haben wir Michi auf 9, King Curry auf 10, Heiki auf 11, Mephis 12, Steffen 13, Flyerholic auf Position Nummer 14 und last but not least der Kollege Eis mit seiner Quali-Sperre. Also, das ist auf jeden Fall eine sehr durchwachsene Qualifikation gewesen. So, also machen wir direkt den Rennstart. Ich hoffe, Raptor und Heiki haben alles vorgenommen, dass sie jetzt auch auf Inter starten. Weil wenn es jetzt die Weichen werden, dann wird es ganz extrem. Heißt Last to, schauen wir mal. Ja, genau, Lord Deadline. Und tatsächlich Vipex auch aufgrund der frühen Überfahrt der Ziellinie auf Position Nummer 7. Die Zeiten im Regen sind fast so schnell wie ich im Trockenen. Oh, die Jungs haben auf jeden Fall schon mal was rausgehauen. So kann man es auf jeden Fall mal beschreiben. So, wir gehen jetzt auf den Rennstart. Giftswerk an Position Nummer 1. Gian 2, dann haben wir Magic, dann haben wir Gyrostella, Vice, Raptor, Vipex. Und natürlich, das Wetter ändert sich schnell, Chef, das ist korrekt. So, Coldwickle auf Position Nummer 8. Flyerholic auf Position Nummer 14 und Eis auf Position Nummer 15. Also, legen wir los. Giftswerk gegen Yi. Direkt die Attacke? Fragezeichen? Nee, bleibt dahinter. Also, kam wirklich sehr, sehr gut weg hier beim fliegenden Start der TFR-Pilot. So, Magic. Bitte, das ist korrekt. So, Magic. Dann haben wir Gyrostella. Veach auf Position Nummer 5. So, soll ich dir noch den zweiten Poncho bringen? Ja, Jim Knopf, gib Gas. Ja? Gib Gas. Und Kaktus, Dankeschön für dein Follow. Vielen lieben Dank. Bazi, Servus. So, Raptor an Position Nummer 6. Giftswerk gibt schon mal ordentlich Gas. Also im Moment alle auf den Intermediates hier unterwegs. Vice genauso wie Raptor. Also das hat auf jeden Fall auch funktioniert. Position Nummer 7. So, Michi auf 8, Mephis auf 9, King Curry auf Position Nummer 10, Heiki 11, 12 der Steffen, Flyerholic auf Position Nummer 13, Coldwickle auf 14 und Ice auf Position Nummer 15. Also alle mit den Intermediates unterwegs. Gyrostella schon unter Druck von Vipex. Oh, beide außenrum. Vipex nimmt die Innenbahn und damit geht er dran vorbei. Position Nummer 4.
Also, Gyrosteller auf Position Nummer 5. Veche direkt dahinter, die beiden 911-Piloten. Und auch der Kollege Michi und Mephis ebenfalls mit dem Porsche unterwegs. Und da passt wirklich keine Bildzeitung mehr dazwischen hier bei Veche und Gyrosteller. Vipex kann sich hier von dem Pulk schon mal ein bisschen absetzen. Magic auf Position Nummer 3. Das wird auf jeden Fall den Kollegen Chef freuen. So, eben noch Sonne und zack, Regen. Chef, das ist korrekt, das nehmen wir. Ja. Genau so soll es sein. So wollen wir es haben hier im Rennen. So, Runde 1 gleich absolviert. Je auf Position Nummer 2. Alle mit den Intermediates unterwegs. Wer fährt hier vorher rein oder wer macht das Ganze natürlich unter Berücksichtigung der Rundenanzahl? Bis Runde 7 fahren, dann 11-11 wäre auf jeden Fall eine Möglichkeit für die weichen Reifen. Chef, das ist eine gute Frage. Ich muss da auch sagen, ich habe da auch noch nicht so wirklich drauf geachtet, wie weit das Wasser spritzt bei Pfützendurchfahrt. So, Gifty. Also, Vipex ist dran am Kollegen Magic. So, wo haben wir den Kontrahenten? Oh, Steffen, hier auf Position Nummer 14. So, wo ist der Kontrahent? Eis mittlerweile auf Position Nummer 10 und das ist der Abflug von Yi. Das ist der Abflug vom Team Funracer. Piloten, und das gucken wir uns nochmal hier in der Wiederholung an. Da sehen wir den Austritt der Viper und damit der Einschlag, der Frontschaden damit natürlich garantiert. So, je an Position Nummer 12. So, Giftswerk am Limit unterwegs und das ist der Dreher von Giftswerk. Das ist der Dreher von Giftswerk. Wir sind live drauf und Vipex übernimmt die Führung. Giftswerk mit dem Dreher Richtung Position Nummer 8. Und dann gibt es auch den Zusammenstoß zwischen Gyrosteller und dem Kollegen. Wer war es? Wir gucken uns das Ganze nochmal an. Also alle direkt mit dem Blick. Was ist da passiert? Das ist der Kollege Gyrosteller. Und dahinter haben wir den Alfa Romeo 4C von Heike. Und dann geht es hier sehr, sehr weit raus für beide. Ja, sehr schade natürlich hier im Regen. So, sehr elegant. Magic ist auf Position Nummer 1. Also, irgendwie hat es komisch geleckt. Genauso ist es, Rosé. Das sah total komisch aus. So, Vipex auf 2, Michi auf Position Nummer 3. So im Moment die Reihenfolge. Magic führt hier die Liga 1 an. Veche auf Position Nummer 4 mit dem Porsche. Auch ein sehr, sehr starkes Ergebnis und schwuppdiwupp von Position Nummer 15 auf Position Nummer 5 in 2 Runden und ein paar S's von 15 auf 5. Fährt der Slicks? Nein, der fährt Intermediates und ich weiß auch nicht, wie er das macht. Ja? So, 2 und 5, genauso ist es. So, Michi auf Position Nummer 3. So, jetzt bin ich gespannt, wie sich hier Veche verhält auf Position Nummer 4. Dahinter ist der Kollege Eis im orangefarbenen McLaren hier unterwegs. Veche ist Purple in Runde 3. 1,7 Sekunden. Die Strecke trocknet natürlich weiterhin ab. Jede Runde wird es immer schneller, bis wir zu 1,58er Zeiten gelangen, da bin ich mir sicher. Also 1,58er sollten wir hier heute sehen, wenn es dann gleich komplett trocken wird. Jetzt erstmal bis Runde Nummer 7 durchhalten. Müssen Sie alle selber wissen. Rosé, Runde 4 könnte man wechseln, allerdings wird der Stint danach dann ein bisschen länger.
Und dann wäre es die langsamere Variante. So, und jetzt Vice hält dagegen. Bleibt weiter vorm Kollegen Eis. Schaut's euch an. Die Abstände. 1,8 Sekunden, der Top 5 in Runde Nummer 3. Nehmen wir gerne. So wollen wir es haben. So wollen wir es haben und nicht anders. Bis Position Nummer 8, 3,5 Sekunden. Giftswerk jetzt in der Box. Magic weiterhin mit den Führungskilometern. Da kommt hier im abtrocknenden Verhältnis der Strecke sehr, sehr gut zurecht. 209,825. Je mit der 209,443 die persönliche Bestzeit. Vier Intermediates, 12,12. Benzine, dann geht's leider manchmal auch schief. Ja. Manchmal geht's auch einfach schief. So, wenn Kiel im Training auf Medium schneller ist, keine Ahnung, wie die das machen. Lord Headline auch geil. So, persönliche Bestzeit. Und die schnellste Zeit hier vom Kollegen Magic. So, Raptor im Moment auf Position Nummer 5. Vice weiterhin davor. So, und Eis Richtung Box. Wo treibt er sich gerade rum? Eis auf Position Nummer 13. Halbvoller Tank für den McLaren 650S-Piloten. Freak Moinsen, Hallöchen. Einen wunderschönen guten Abend wünsche ich dir. So, Eis auf 13, King Curry auf 14 und Giftswerk nach seiner Rotation, die wir gesehen haben. Und jetzt den Hobel komplett voll gemacht auf Position Nummer 15. Eis hat eine Idee. Genauso ist es. Der Dreistopper, gehe ich von aus. So, Vipex war da schon wieder am Limit unterwegs, der kleine Quersteher. Die Curbs sollte man auf jeden Fall meiden, wenn es hier geregnet hat. So, Raptor 5, Mephis an 6, Cool Trickle an Position Nummer 7, Gyrostella an Position Nummer 8, alle auf den Intermediates draußen. So, Flyholic an Position Nummer 10, 214, 771, kann hier die Zeiten aus Liga 1 nicht mitgehen. So, Steffen 215, 149. Je 209 die Zeit. Sehen wir natürlich auch auf der linken Seite als schnellste Runde. Matt Linzer, Hallöchen, wunderschönen guten Abend. So, Eis auf 13, Curry King, King Curry, so rum wart ja, auf 14 und Giftswerk auf Position Nummer 15. So im Moment die Abstände und wir gehen Richtung Vice, Richtung Raptor und Richtung Mephis. So, oben läuft natürlich der Banner der aktuellen Tabelle. Den könnt ihr euch natürlich anschauen, gar keine Frage. Im Moment Vipex, der Kollege, der hier führt, auch der Gesamtführende in Liga Nummer 1. Zweitplatzierter, dann der Kollege Eis, der bereits gerade eben an der Box war. Und das ist der Dreher von Vice. Das Ganze gucken wir uns jetzt gleich nochmal in der Wiederholung an. Was ist da genau passiert beim Kollegen Vice? Anbremsphase. Und dann geht es hier etwas weit nach draußen. Und zum Glück kommen beide anderen Kollegen ohne Schaden dran vorbei. Holla die Waldfee. Da haben auf jeden Fall Mephis und Cold Wickel jetzt richtig Puls gehabt. Und natürlich der Raptor, der auch dran vorbeigegangen ist. Also einmal komplett Puls von 0 auf 180. Als Vice hier den Dreher zumindest mal angetäuscht hatte. Nils, Hallöchen. Und damit Cold Wickel auf Position Nummer 4. Und da sieht man einfach, wie eng das hier vonstatten geht. Oh, Vici geht extrem weit. So, Intermediates, die Kollegen bleiben erstmal draußen. Vipex ist in der Box, Raptor geht nicht auf weich.
Vipex wird jetzt auf weich gehen. Cold Trickle bleibt draußen. Vice bleibt draußen. Also alle sind noch draußen geblieben. Gyros Teller ebenfalls eine Runde. Runde Nummer 6. Warum drehen sich die Bonsais heute alle? Ich weiß es einfach nicht. Ja, die haben wahrscheinlich schon lange kein Wasser mehr gesehen, die Bäumchen. Und dann, schwuppdiwupp, ist es natürlich auch ein Genuss, sich dann im Regen zu drehen. Kein Genuss ist es für den Kollegen Raptor mit dem Abflug. Haben wir doch gesehen, habe ich doch mit drauf, hier in der Wiederholung. Kommt ein bisschen zu weit raus und dann ist es der Dreher. Für den Kollegen Raptor, der muss jetzt natürlich warten, bis die anderen Kollegen dran vorbeigegangen sind. Und Alexis wird heute auf jeden Fall dann einen schlechten Abend haben. So. Also, Raptor auf Position Nummer 6. Wo ist der Kollege Vipex hin? An Position Nummer 12 wieder rausgekommen nach dem Boxenstopp. Also, Vipex war in der Box, Position Nummer 12. So, richtig erkannt, das ist korrekt. Ja. So, Vipex auf 12. So, Chef hat 15 Runden auf weich gemacht. Holla die Waldfee. Hat sich aus der Box gedreht, okay. Vielleicht kriegen wir das noch rein. Sollen wir mal gucken, ob wir es noch reinbekommen? Ah, da ist der Boxenstopp. Da ist der Boxenstopp, während Skyline Monkey hier den Mephis anfeuert. Moinsen Pascal, Hallöchen. Das ist das Replay des Boxenstopps. So, jetzt muss er da nur noch raus. Und dann ist es kein Dreher. Doch, es kommt noch der Dreher. Das ist der Dreher. Und Mr. Red verschenkt hier an Alexis das Abo. Vielen, vielen lieben Dank. Dankeschön fürs verschenkte Abo. So, und damit wieder Richtung Live-Bild mit Vipex auf 12. So, und jetzt geht Flyaholic an die Box, genauso wie der Kollege Raptor. Mephis in Führung. Zumindest ohne Einschlag, genau so ist es. Hagebo, wunderschönen guten Abend. So, Cold Wickel an 2, alle noch auf Intermediates unterwegs. Vice auf 3, Gyros Teller auf 4. Eis auf Position Nummer 5, schon auf dem weichen Material hier unterwegs. So, dann haben wir Heike auf Position Nummer 6, ebenfalls noch bei den Intermediates. Die Weichen sind bei Magic schon drauf, genauso wie bei Michi und beim Kollegen Giftswerk. Also, Dreier gespannt von 7 bis 9 natürlich. Vipex auf 10, dann haben wir Je auf 11, dann haben wir 12 der Raptor, Flyaholic auf 13, Steffen 14, King Curry auf 15. So, und gehen wir direkt zum Dreikampf. Annas Maus, Hallöchen. Was für ein Sonntag, das ist korrekt. Ne, Jürgen? So, Magic vorm Kollegen Michi vor Giftswerk. Papa Joe, willkommen zurück. Kann sich Magic hier vor Michi halten und vorm Kollegen Giftwerk? Gleich haben wir dann alles Boxenstopp bereinigt. 16 Sekunden hier der Abstand von Magic zum führenden Mephis, der allerdings noch in die Box muss. Eis war schon drin. Also im Normalfall sollte es gleich der Zweitplatzierte sein, der Magic, wenn er sich hier vor Michi und vorm Kollegen Giftwerk halten kann. So, Heike ebenfalls noch in die Box. Eis bleibt draußen, wie wir schon gesagt haben. Und damit geht Magic mit der kompletten Meute, mit Michi und Giftswerk auf 2, 3 und 4. Ja, aber 15 Runden auf weich ist auf jeden Fall schon mal eine Hausnummer, die du gefahren hast. Man hört den CT, sieht ihn aber nicht. Das ist korrekt, Ivi. Ja, Michi hat ein bisschen Längen mit dabei.
So, und jetzt kommen alle wieder aus der Box. Knapp über halb vollen Tank. Mephis hat den Hobel fast... Ja, der ist wahrscheinlich ganz kurz beim... der ist ganz kurz eingenickert. Oder natürlich der Zwei-Stopper hier für den Kollegen Mephis. Also, Zwei-Stopper für Mephis. Drei-Stopper für Vipex zum Beispiel. So, Cole Twickel ist unter Beschuss vom TFR-Piloten J. So, bis hierhin sieht's gut aus, Chef, für Magic, ne? Magic gegen Michi auf Position Nummer 2 und 3. Und hier sehen wir natürlich Cole Twickel gegen Yee. So, Magic weiter unter Druck. Genauso wie der Kollege Cole Twickel. Im Moment die geringsten Abstände hier im kompletten Feld. Hinter Yee ist auch direkt der Vice. Dari, Hallöchen, Andreas, auch dir einen wunderschönen guten Abend. Ja, was willst du für eine Alternative haben? Entweder du fährst die 15 oder fährst einen Stop mehr. Also tatsächlich, wenn die 15 ja gehen, dann ist es auf jeden Fall die bessere Variante, solange du die Geschwindigkeiten einigermaßen halten kannst, ne? So, nur Zuckerstatter, Flyholic, spielt erst seit 2 Monaten GT7. Sei bitte nachsichtig, falls mein Arbeitskollege, und das ist hier der Abflug von Magic. Und das schauen wir uns nochmal an. Beide nebeneinander. Und dann gab es da, glaube ich, den Kontakt. Gab es da den Kontakt zwischen Michi und Magic? Das Ganze gucken wir uns nochmal an. Nee, sieht nicht danach aus. Aber doch irgendwie, also sah auf jeden Fall irgendwie komisch aus. So, Replay beendet. Ich glaube, das könnte der Kontakt gewesen sein. So, Radler gibt es hier natürlich nicht, Moni. Glaub's hackt. So, seid bitte nachsichtig, falls mein Arbeitskollege was nicht richtig machen sollte. Annas Maus, wir hauen direkt drauf, wie immer. Ja. Immer hier Zuckerbrot und Peitsche, kennst du doch. Ja? So, Cole Twickel auf 7. Je auf Position Nummer 8. Und Michi weiter auf Position Nummer 2. Ob es da einen Kontakt gab, konnten wir jetzt gerade nicht sehen. War auf jeden Fall sehr, 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 sehr knapp. So, Mustang heute auch dabei. Ratzeputz. Nee, heute haben wir keinen Mustang mit dabei. Den hatten wir beim Shootout. Und nach dem Shootout hat jeder gesagt, weißt du was, die Scheiße verkaufe ich. Ja, ich glaube auch, Chef. Ich glaube auch eher, dass da... dass da ein Kontakt war. Obwohl wir es jetzt gerade in der Wiederholung in der Schnelligkeit dann nicht gesehen haben. Aber das Fahrzeugverhalten hat einfach darauf geschlossen. Ne? Also das sieht zumindest so aus. So, Michi und Giftswerk rund um Position Nummer 2. Eis mittlerweile 10,8 Sekunden entfernt. Allerdings muss der Eis jetzt gleich Richtung Box. So, Magic sagt, Kontakt war da. Neo Tyro, Dankeschön für die Information. So, Mephis gegen Cole Twickel. Je, dann haben wir den Kollegen Vice Raptor auf Position Nummer 10. Gyros Teller 11. mit Heike auf Position Nummer 12. Flyaholic auf Position Nummer 13. 4,2 Sekunden hier der Abstand. Dann haben wir King Curry auf Position Nummer 14 und Steffen auf Position Nummer 15. So, gehen wir zum Gyros Teller. Der hat Heike direkt im Nacken. Der Porsche-Pilot gegen den Alfa Romeo 4C. So, sieht gut aus, was der Gyros Teller hier macht in seiner Debütsaison. Im Moment Position Nummer 12 in der Gesamtwertung. Sehr eigenartig aus. Läuft wohl alles tutti beim Zusammenlegen der Server. Nils, manchmal auch nicht. Ja, kann ich einfach mal so sagen. Ja, also es kommt immer drauf an. Also in dem Fall tatsächlich ein bisschen laggy ist der Kollege Heike hier. Wir sehen es, er zuckt hier hinter Gyros Teller her. So, Flyaholic auf Position Nummer 13.
Aber anders, Maus, dann erklär auf jeden Fall deinem Arbeitskollegen nochmal, wie er erkennt, ob er mit dabei ist beim Gaststarten oder nicht. Das wäre auf jeden Fall nochmal eine Information an deinen Arbeitskollegen wert. So, Gyrosteller probiert alles, um den Porsche so breit wie möglich zu machen. Michi kann sich einen Tacken absetzen vom Kollegen Giftswerk. Also bleiben wir hier beim engsten Abstand im kompletten Feld auf Suzuka. 37 Minuten sind noch zu absolvieren. Rosé, jedes Mal, wenn ich Gyrosteller irgendwo lese, habe ich Kohldampf. Ja. Seitdem ich Gyrosteller kenne, sehe ich so aus, wie ich aussehe. Ich war vorher rank und schlank, jetzt immer Gyrosteller, Gyrosteller. Ich laufe direkt zum Kühlschrank. Ja. Naja, vielleicht auch nicht, aber ihr wisst schon, was ich meine. Auf jeden Fall. Ich war einfach beim Friseur, deswegen sieht das so aus. Sonst kommen die grauen Haare von unten einfach mal nach. Ja. Anstatt Annas Maus jetzt schreibt, weißt du was? Ja, mache ich. Ich erkläre dem Arbeitskollegen das. Hackt er hier auf meinen grauen Haaren rum. Was ist da los? Ja. So, springen wir ein paar Plätze weiter nach vorne. Denn Cool Trickle, Je und Vice sind ebenfalls direkt mit dabei. Nein. Nein! Cool Trickle mit dem Ausritt. Hier die paar, die ich noch hab. Hier so. Also, Cool Trickle mit dem Ausritt. Und jetzt hat er direkt den Raptor im Nacken. Ja, die hier. So ein paar. Und jetzt sehen wir es gleich. Linkskurve in den S's. Da kommt er ein bisschen zu weit raus. Dann kommt direkt das Heck. Das ist der Einschlag mit Schaden. Und die Achsaufhängung ebenfalls beschädigt. Und in dem Fall geht es dann gleich auch Richtung Box. Pizzabote, Curry King, King Curry, Gyrosteller. Noch jemand? Ja, ich. Ich bin derjenige, der ist. Ja, Billy. Tue, wunderschönen guten Abend, Hallöchen. So, Cool Trickle nach seinem Abflug mit dem Schaden unterwegs. Raptor direkt dahinter. Auf dem mit Grau, auf meinen Geheimratsecken können Hubschrauber landen. Nils, ich nick jetzt nicht. Ja. Ich sag jetzt, ich werde den Kopf nicht nach unten packen. Ja. Meiner Kollegen und bei mir, ja, natürlich, Anders Maus, natürlich. Ja. Du hast auf mir rumgehackt, ich gebe zu. Ja. So, Raptor weiter dran an Cool Trickle. Cool Trickle bleibt weiter draußen. Und direkt dahinter sehen wir Gyrosteller mit Heiki. Die Kollegen haben wir gerade eben verfolgt. Weiterhin Gyrosteller vor Heiki unterwegs. Während Raptor hier richtig Druck macht. Bitte nicht runterschauen, das Licht blendet so, ja. Zum Beispiel ein CT-Lieferheld. Ja, das wäre auch eine Option, Willi. Ne? Oh Mann. So, Michi. Wo ist Eis wieder rausgekommen? Auf Position Nummer 5 nach dem Boxenstopp. Also, Boxenstopp. Tobi, wunderschönen guten Abend. Fritzbox auch hier. Auch dir herzlich willkommen. So, also Eis nach dem Boxenstopp an Position Nummer 5 wieder rausgekommen. Hat gute 62-63% an Sprit mitgenommen. Während der viertelvolle Tank hier beim Michi mit dabei ist. Also, bei Michi normalerweise noch ein Stopp. Das bedeutet, er müsste dann roundabout zumindest so in Runde Nummer 16 rein, ne? 16, ja, 17. Eher Runde 17. Patrick, wunderschönen guten Abend, Hallöchen. Aufgabe verstanden, Anmelderegelung wird erklärt. Sehr gut, Anders Maus. Also, Michi vor Giftswerk und Giftswerk ist Purple.
So, Giftwerk auf Position Nummer 2. Vipex. Oh, Vipex hier mit Front- und Heckschaden unterwegs. Front- und Heckschaden von Vipex. Und Magic geht dran vorbei. 13. Runde. Geht er jetzt in die Box, ist es auf jeden Fall noch zweimal Box. Zweimal Box. Ja, Kaisi, den Abflug kriegen wir nicht mehr rein. Der ist schon so lange zurück. So, Vipex auf Position Nummer 4. Ah, Patrick, bis hierhin auf jeden Fall. Also tatsächlich von Liga 5 bis Liga 1. Bis jetzt richtig, richtig geil Rennen. Ja. Macht wirklich richtig Laune. So, Vipex mit dem Schaden unterwegs. Wir springen direkt zu Position Nummer 8. Denn Vice, der Bonsai Racing Pilot, hat den Kollegen vom Team Fun Racer direkt mit dabei. Und auch dahinter wird es extrem spannend mit Raptor, Cold Trickle. Raptor mittlerweile an Cold Trickle dran vorbei. Und wir nähern uns so langsam der Halbzeit. Runde Nummer 13 beenden wir gleich. 2 Minütchen noch oben drauf, dann geht es direkt in die Halbzeit. So, Vice kann sich etwas absetzen, damit unsere Möglichkeit, ganz kurz beim Raptor zu gucken. Raptor gegen Cold Wickel. Cold Wickel weiterhin mit dem Schaden unterwegs. Lässt sich hier im Windschatten sehr schön mitziehen. Gyrosteller dahinter und der Heiki dann im Alfa Romeo 4C auf Position Nummer 11. Und das hier ist der Arbeitskollege von Anders Maus. Flyer Oleg auf Position Nummer 12, 201872 im letzten Umlauf. Also Fly Holic, unser Gaststarter zum ersten Mal bei der GTSL, dem wir natürlich, wenn er was falsch macht, richtig die Ohren langziehen. Ja, dafür kennt man uns. Dafür sind wir gefürchtet. Ja. So, bis hierhin sieht es auf jeden Fall ganz gut aus. So, King Curry auf Position Nummer 13 mit Vipex unterwegs, der gerade eben aus der Box gekommen ist, den Hobel komplett voll gemacht hat. Und King Curry denkt sich, alter Walter, was macht der Vipex auf einmal hier? Da ist er. Vasa, ich wünsche dir auch einen wunderschönen Restsonntag und einen schönen Start in die neue Woche. Und damit ist die Halbzeit eröffnet, 30 Minuten noch. Michi jetzt in der Box. So, und Steffen auf Position Nummer 15. Leider ein durchwachsenes Rennen der Kollege Steffen hier von DOD. Also, Steffen, Position Nummer 15. Giftswerk übernimmt die Führung. Auch da haben wir noch einen viertelvollen Tank mit dabei. Wie sieht's aus beim Kollege Michi? Der ist gerade beim Auftanken unterwegs. Magic dann weiter mit 15,3 Sekunden Abstand. Deutlich weniger Sprit mit dabei als der Kollege Eis. Und da sind schon 17,2 Sekunden Richtung Giftswerk. Der einen viertelvollen Tank hat, die Reifen natürlich auch schon etwas mehr abgenutzt. Und gleich dann seinen letzten Boxenstopp praktizieren kann. Auch Eis muss nochmal rein. Also irgendwie muss Eis diese 17 Sekunden aufholen auf den Kollegen Giftswerk, damit er hier noch gewinnen kann. Und unter Berücksichtigung der jeweiligen unterschiedlichen Strategien bin ich wirklich gespannt, wer ganz am Ende hier die Nase vorne hat in Liga Nummer 1. Im Moment würde Eis deutlich Punkte aufholen auf Vipex, der mit dem Front- und Heckschaden bereits an der Box war. So, der McLaren könnte theoretisch durchfahren. Mit dem halbvollen Tank 14 Runden. Glaube ich jetzt nicht, Chef, oder? Also 14 Runden sind auf jeden Fall noch mit dabei.
und den Rest von dieser. Und damit... Ach so, Vipex meinst du? Ja, da gucken wir gleich auf jeden Fall mal. Der hat den Hobel komplett voll gemacht. Normalerweise könnte er durchfahren, wenn die Reifen halten. Ja, also Vipex könnte durchfahren. 14 Runden noch, 29. Runde, die sehen wir ja auf jeden Fall unter Berücksichtigung des Regens natürlich. 1:59.618 im Moment die schnellste Zeit vom Kollegen Vipex. Die schnellste Rennrunde und damit der zusätzliche Punkt liegen im Moment beim Kollegen Eis. 1:59.052. So, wird auf jeden Fall sehr, sehr spannend, Willi. Wird spannend bis zum Schluss, ob Vipex hier durchziehen kann. So, Magic auf Position Nummer 3 macht bis hierhin auch ein richtig geiles Rennen, genauso wie der Kollege Mephis. So, dann haben wir den Teamkollegen Vice, Michi 1,1 Sekunden Abstand. Vice wird uns gleich Richtung Box verlassen. Auch Michi muss dann gleich nochmal Richtung Box abbiegen. So, je an Position Nummer 7, auch da erwarten wir jetzt in Kürze den Boxenstopp. Zwei Ründchen noch mit dabei, Gyrosteller, auch da sehen wir natürlich nochmal einen Boxenstopp, genauso wie von Cold Wickel, der weiterhin mit dem Frontschaden unterwegs ist und dem Heiki den Porsche sowas von vor der Nase drückt. Also Heiki im Moment keine Chance, irgendwie an Cold Wickel daran vorbeizugehen. Der Porsche-Fahrer macht sich so breit wie möglich und genau in dem Moment, wo wir sagen, überholt Heiki den Kollegen Cold Wickel. Also, schönes Überholmanöver, schön rausbeschleunigt und Heiki damit auf Position Nummer 10. Ja, ich bin gespannt. Ich bin wirklich gespannt. So, der Watt bleibt noch da, verabschiedet seine Frau schon mal ins Bettchen. So, Heiki auf Position Nummer 10. So, Magic auf 3, Eis auf 2, 14,3 Sekunden. Wir waren vorhin bei 17. Oh, das wird auch knapp. 59,0, 59,8 gegen die 2 Minuten 4 und die 2,01, 7,03. Also, da bauen natürlich die Reifen ab und gleich werden wir es sehen. Denn auch der Kollege Eis muss weniger tanken. 14,1 Sekunden der Abstand. Rosé hat sauber gerockt. Ich war nur froh, dass er nicht in der Box stehen geblieben ist. Rosé hatte ja am Samstagabend, ne? Nee, Freitagabend war es. Freitagabend den Bug, dass er in der Box stehen geblieben ist und nicht mehr aufgetankt wurde. Und dafür umso schöner, dass er heute hier zu Ende fahren konnte. Liga 2 habe ich nicht mehr ganz zum Ende geguckt, aber bist du an Sascha noch vorbeigefahren, Rosé? Ja, ne? Also Glückwunsch zum Sieg sollte das heißen, ne? Während Vice alles probiert, den Porsche hier vor Michi zu halten. Und genau in dem Moment geht auch Michi dran vorbei. Der Druck war einfach zu groß auf den Kollegen Vice. Ja, das haben wir ja geklärt. Okay. Erstmal die Boxencrew entlassen. Ja. Scheiß Boxencrew. Ja. Für mich gab es aber mindestens 5-mal Code Braun. Anders Maus, du bist heute nicht so zurechtgekommen auf Suzuka, ne? Obwohl tatsächlich ganz am Ende ist es ja noch glimpflich ausgegangen. Du konntest ja die Meisterschaft zumindest die Führung in der Liga noch weiterhin verteidigen. Popnita, als ich es direkt gelesen habe, als du es gepostet hast, bin ich direkt da rein und wir gucken uns das Replay von Gyrosteller nochmal an. Und das ist der Abflug. Wir kriegen ihn noch mit gegen den Kollegen Heike. Er kommt ein bisschen weit zu links auf den Rasen. Und dann ist es der Dreher beim Gyrosteller. So, Gyrosteller auf Position Nummer 9. Magic war bereits an der Box. Also da ist erstmal der Drops gelutscht. Der kann durchfahren, gar keine Frage. So, Vipex ebenfalls zum Durchfahren verdonnert.
So, King Curry muss noch in die Box. Colt Wickel war schon in der Box. Flyerholic an Position Nummer 14 ebenfalls in der Box gewesen. Und wir haben einen Steffen. Der macht weiterhin Feuer Richtung Flyerholic. Essen wird heute kalt. Great Money, ich hoffe, du hast nur ein paar Möhrchen gemacht. Ja? Nicht, dass dein Männer auf einmal sagt, weißt du was, hier GTSL und ich kriege hier nichts mehr Warmes zu essen. Ja? So, 22 Minuten sind noch zu absolvieren. Und im Moment würde Eis die Führung übernehmen in der Gesamtwertung in Liga Nummer 1. Und damit wäre es natürlich super spannend für die letzten beiden Rennen. Nächste Woche dann in Amerika und dann Tokio Ost. Ja? Warum fällt mir gerade der Name nicht ein? Wie heißt denn das jetzt? Chat, könnt ihr mir mal helfen, wo wir nächste Woche fahren? Linkskurve, Rechtskurve, Rechtskurve. Laguna Seca, Dankeschön. Ja? So, auswendig fahren kann man sie, aber wie sie heißt, ist ja auch dann zweitrangig. Ja? In Tokio kann es auch regnen, Andersmaus. Ist eine der Tokio-Strecken, wo es regnen kann. So, Steffen jetzt gerade an Flyerholic dran vorbei. 1,3 Sekunden der Abstand, aber auch Flyerholic hier mit 2-0 Einsatzzeiten konstant unterwegs. Das passt schon mal. Gürstela hat die Andrea, da wird es halt kalt. Ach, das meintest du, Moni. So, Eis auf 1. 8 Sekunden Vorsprung. Giftswerk war bereits in der Box. Eis sehen wir gleich noch in der Box. Mephis auf Position Nummer 2. Da wird es auch jetzt gleich erstmal eingeläutet. Die Boxencrew kann sich bereithalten für Mephis. Gleich gibt es in der nächsten Runde den Boxenstopp hier beim Bonsai Racing Piloten. So, dann haben wir den Kollegen Michi. Der ist direkt dran. War bereits in der Box. Oh, das wird aber auch knapp mit dem Durchfahren, ne? 10 Runden. Oh, das wird schwierig. So, Heiki wird uns gleich Richtung Box verlassen. Giftswerk war schon drin. Dreiviertel voller Tank für die letzten 10 Runden, die wir genau in diesem Moment dann auch einläuten. So, Skyline Monkey sagt, los Mephis, mein Junge, enttäusch mich nicht. Und wenn er mein Junge sagt, Skyline Monkey, bist du der Papa? Anders Maus, wenn du mit dem Hausdrachen unterwegs bist, ne? Habt ihr irgendwie Hochzeitstag oder sowas? So, Giftswerk auf 5. 15 Sekunden vor Magic, der auch einen richtig, richtig geilen Job macht. Ist mir ja bei der KWE immer auf den Sack gegangen, der Magic. Und jetzt hier auf Position Nummer 6. Vipex siebter, aber die Reifen. Also, gar keine Frage, der McLaren hat einen wunderschönen Abriebbild, ne? Also Abrieb hier, der Verschleiß, wirklich sehr, sehr gleichmäßig auf allen vier Reifen. Ob er das bis zum Ende bringen kann, 10 Runden auf dem Rest, das wird auf jeden Fall fraglich. Vietje, 4,8 Sekunden auf Position Nummer 8 und danach kommt die Meute. Raptor, King Curry und der Kollege Yee, wobei sich jetzt gerade King Curry Richtung Box verabschiedet. Ah, okay. Dann bestell auf jeden Fall mal schöne Grüße, Annas Maus. Unbekannterweise. Also an Anna. So, Je an Position Nummer 10. Heiki direkt davor. Und Raptor an Position Nummer 8.
1,1 Sekunden Richtung Vietsche. Um mit dem Ausdrachen rauszugehen, oder? Manchmal reicht auch einkaufen. Ja, da gehe ich aber meistens nicht mit. Ja, da gehe ich meistens nicht mit, Jürgen. So, Raptor auf Position Nummer 8. Ja, geiles Rennen bis hierhin. Die unterschiedlichen Strategien. Jetzt gleich nochmal der Boxenstopp vom Kollegen Eis an Position 1. Auch Michi wird wahrscheinlich nochmal rein müssen. Und die Aufholjagd von Vipex. Halten die Reifen durch, ist natürlich Spannung pur. Nee, Aussätziger kann es hier auf jeden Fall in Chat schreiben, weil er genau weiß, seine Frau wird es nicht lesen. Ja. Raptor, Position Nummer 8, weiterhin inne. So, können wir hier mal? Dankeschön. So, Raptor gegen Heike, gegen Je, gegen Vietsche. Wie sehen die Reifen bei Vipex aus? Also, vorne rechts jetzt mittlerweile 50%. In der Box war er in Runde Nummer 16. Oh, das wird holla die Waldfee. Ja. Kann sie nicht ohne Zustimmung einkaufen. Dafür muss ich aber dann erstmal Händchen halten, ne? Wie war das? Weißt du doch, wenn ich Hältchen halt mit Hase, weißt du, die ist ja so ein Minion, weißt du, dann laufe ich immer so krumm. Ja. Das geht nicht. Ja. So, guck mal, jetzt kriege ich erstmal Aussätzigers Frauchen erstmal einen Brief geschickt von Moni. So, dahinter sind Vietsche, Ritter auch nicht weit entfernt, 2,5 Sekunden, der Abstand schmilzt weiterhin. So, Krabumettner schreibt auch mit. Jawohl, die Mädels halten zusammen hier. So, und jetzt ist Eis an der Box. Michi wird uns gleich auch nochmal Richtung Box verlassen. Und Giftswerk kann draußen bleiben. Mit 20 Sekunden auf Michi, mit 29 Sekunden auf Eis. So, Giftswerk geht jetzt auf Position Nummer 2. Wann kommt der Eis wieder raus? Genau in diesem Moment. Also, Giftswerk geht an Eis dran vorbei. Knappes Ding, 1,9 Sekunden der Abstand. So, erstmal ein Screenshot an aussätzige Frauchen geschickt. So, Annas Maus, du musst aufpassen, nicht, dass Anna auch noch einen Brief geschrieben kriegt. So, geilen Job, den der Magic hier heute macht. So, Mephis auf Position Nummer 5. Swissway ist ja so geil. So, Mephis, Vipex, Vietsche. Vietsche ist dran. Am Kollegen Vipex. Reifen schonen bei Vipex. Ist es die bessere Variante, hier nochmal reinzugehen und die letzten 7 Runden Vollgas zu machen? Vipex im Moment mit der 2-0 Einsatzzeit. 7 Runden sind 21 Sekunden nur für den Reifenwechsel. Wäre auf jeden Fall eine Option. Um dann wieder mit den 59er Zeiten hier richtig Gas geben zu können. Oder Vipex kann natürlich auch die 58er. 1,58, 667, die persönliche Bestzeit und damit die schnellste Runde. So, gehen wir gleich auf jeden Fall hin, Willi. Und jetzt die Attacke von Vietsche gegen Vipex auf der Innenbahn. Anbremsphase hat geglückt. So, Vietsche kann vorne bleiben. Cold Wickel an Position Nummer 12, um deine Frage zu beantworten.
Gefährlicher als Aussätziger mit solchen Aussagen. Ist ja aber so ein Minion. Was, du kennst sie doch, was? So, Veche dran vorbei, Raptor an Vipex dran vorbei. Und auch Heiki hat noch ein Wörtchen mitzureden hier mit dem Alfa Romeo. Und auch je gegen Vipex wäre die Möglichkeit. Vipex bleibt weiter draußen. Vipex bleibt weiter draußen. Wir sind in Runde Nummer 23 und die Jungs sind innerhalb von 2,5 Sekunden. Ich glaube, die Aussätze, die Aussagen vom Aussätzigen haben Ivi auf jeden Fall gefallen. Ja. Ich glaube, kriegt da was Süßes. Ich kriege nur am Stream einen hinter den Ohren, würde ich sagen. Während Heiki jetzt gleich die Attacke vornimmt gegen den Kollegen Vipex, der mit dem schlechten Material zu kämpfen hat. Beide komplett am Limit unterwegs. Vipex hier auf Position Nummer 8. Wir sehen es. Die abbauenden Reifen sind natürlich sehr, sehr stark für die Rundenzeiten verantwortlich. Vipex mit der 203-106 im letzten Umlauf. Oder mit dem Nudelholz, könnte auch sein. Und jetzt kommt die Attacke von Heiki. Ebenfalls innen unterwegs. Da gibt es einen leichten Kontakt bei dem Lenken hier. Und Vipex muss sich geschlagen geben auf Position Nummer 9. Und je dann auf Position Nummer 10 ebenfalls in Schlagdistanz. So, bevor das Ganze allerdings passiert, gucken wir uns einmal an, wie sieht es aus beim Kollegen Steffen auf Position Nummer 15, 16,3 Sekunden hier unterwegs. Flyerholic an Position Nummer 14, der erste Gaststart. Und der Arbeitskollege von Annas Maus. Dann haben wir King Curry, Position Nummer 13. Cool Twickle auf Position Nummer 12. Gyros Teller 11. Also bis zu den Top 10 alle weit auseinander. So, je gegen Raptor, gegen Vipex. Also da muss irgendwas mit Raptor passiert sein. Raptor mit dem Frontschaden. Und Great Money, Dankeschön für 35 Bits. So, gucken wir mal, ob wir so weit noch zurückkommen. Leider nein. Wir Männer werden lieb bei viel Zucker. Also, das ist der erneute Abflug hier vom Kollegen Raptor. Vipex an Position Nummer 8 gegangen, dadurch Heiki gerade schon überholt. Dann haben wir Veche auf Position Nummer 6. Auch ein starkes Rennen hier, was die beiden Bonsai-Piloten machen. Mephis ist dran am Kollegen Magic. Da springen wir gleich direkt hin. Michi Dritter, Eis auf 2 und Giftzwerg auf Position Nummer 1. 3,1 Sekunden der Abstand und wir haben noch gute 5 Runden zu absolvieren. Also 5 und den Rest von dieser. So, dann gehen wir zu Magic. Magic und Mephis, beide im 911er unterwegs. Das kann ja heute irgendwie nichts. Alexis, das kann natürlich sein. Position Nummer 3, wir haben ihn ja gehört im Interview. War auf jeden Fall ein geiles Rennen. Ja, aber Alexis, wenn der zweimal am Wochenende nicht kann, was willst du denn dann mit dem? Ja? Der muss doch zweimal abliefern können am Wochenende. So, das müssen wir auf jeden Fall mit dem Gerrit noch besprechen. So, Magic gegen Mephis. So, Mephis weiter dran. Komm, spring mal rein, oder? Cockpit-Perspektive des Porsche 911-Piloten Mephis. Direkt an der Frittentheke vom Kollegen Magic.
Und Skyline Monkey, Dankeschön für deinen Follow. Vielen lieben Dank. So, Mephis ist dran. So, Michi, schnellste Rennrunde 1:58.489. Ah, den Punkt, den wollen sie haben, Patrick. Den Punkt wollen sie mitnehmen. Und Mephis sieht die ganze Zeit, der kann die 44 quasi schon anfassen. Er muss nur noch irgendwie dran vorbei. 4 Runden und den Rest von dieser. Er muss natürlich aufpassen, dass es hier keine Kollision gibt. Gehen wir direkt wieder in die TV-Perspektive. Jetzt gibt es nämlich die Attacke. Mephis holt aus dem Windschatten raus. Und damit geht er jetzt auf Position Nummer 4. .58.489 von Michi. So, Mephis ist dran vorbei und wir gehen zum Duell um Position Nummer 1. Giftswerk gegen Eis. So, Christian gegen Manfred. Und Giftswerk verteidigt sich mit allen Mitteln. Hier geht's um die Führung. Vipex ist Achter. Wenn Eis hier Zweiter wird, das würde natürlich schon reichen, um dran vorbeizugehen und damit die Führung in der Gesamtwertung in Liga Nummer 1 zu übernehmen. So, und gleich kommt noch ein bisschen Aroma, ein bisschen Paloma. Ja, und dann ist der Ohrwurm perfekt. Christian gegen Manfred hört sich so falsch an. Ja, das ist korrekt. Ja, so. Nochmal schneller von Michi. Natürlich, kann man so machen. Krabometner, bitte nicht. Und Eis mit der Attacke. Und beide sind weit raus. Beide sind weit raus und damit sortiert sich Eis direkt wieder hinter Gifty. Nochmal. So, jetzt schauen wir uns erstmal da ist es. Beide raus. Und Michi, jetzt an Position Nummer 2. Was ist da passiert? Giftswerk. Eis in der Mauer. Eis ist in der Mauer. Und das gucken wir uns direkt nochmal an. Und da sehen wir den Disconnect bei Eis. Kommt hier weit raus und dann wird nicht mehr gelenkt. Das ist der komplette Disconnect für den Kollegen Eis. Und das an Position Nummer 2 liegen. 2 Runden vor Schluss. Also, beziehungsweise 2 Runden und den Rest von dieser. Mann! Das wäre die Führung gewesen von Eis. Jetzt haben wir Michi auf Position Nummer 2. Mann! So, Michi auf Position Nummer 2. Wo ist Vipex? Vipex auf Position Nummer 9 zurückgefallen. Das bedeutet, 7 Plätze dazwischen sind 14 Punkte. Das bedeutet, Michi geht auf Position Nummer 2 und Michi dann 6 Punkte entfernt, glaube ich, ne? Wie viel haben wir? 7 Punkte, 14, 90, 93, ja. 3 Punkte entfernt, dann vom Kollegen Vipex. Schnellste Runde noch abgezogen, 2 Punkte. Und dann geht es in der nächsten Woche zwischen Michi und Vipex weiter, der jetzt gerade auf Position Nummer 10 zurückgefallen ist. Punktgleich in Liga Nummer 1, Michi und Vipex. 1,1 Sekunden. Michi könnte sich die Führung holen aufgrund des Disconnects von Eis. Er könnte sich die Führung holen. So, Mephis Dritter.
Magic Vierter. Weech auf 5, Feige auf 6, Je auf Position Nummer 7. Raptor 8er, Gyros Teller an 9. Dann haben wir Vipex an 10. An 11 Cold Twickle, King Curry an 12, Flyerholic an Position Nummer 13. Und Steffen ist dran an 14. Und wir springen zum Duell um die Führung und damit auch um die Meisterschaft hier in Liga Nummer 1. Wer holt sich die Führung? Es kann jeden treffen. Schreibt erstmal Daniel. Ja, das ist natürlich total ärgerlich. Sowas braucht kein Mensch. Rosé gefühlt, glaube ich, noch nie. Also ich glaube, Ice Disconnect, das kennt er auch nicht wirklich. Hoffentlich denkt er ans Bild. Giftzwerg weiter vor Michi. Und Steffen muss Flyerholic hier vorlassen, also muss abreißen lassen. Bisschen größer geworden der Abstand. Aber Michi jetzt gegen Giftzwerg, da muss irgendwas passiert sein, das schauen wir uns an. Michi ist dran vorbei. So, hier ist Giftzwerg noch normal unterwegs, kommt hier ein bisschen weit raus und das ist der Abflug vom Kollegen Giftzwerg. Zufälliger Motorschaden zu programmieren ist zu umständlich. GT7 verteilt, lieber Disconnects. Ja, ungefähr so kann man es sehen. So, Giftzwerg auf 2. Michi holt sich damit die Führung in Liga Nummer 1. Vipex ist 10. 30 Punkte zu 10 Punkten, ne? 10? Ja, ich glaube 12. 18 Punkte Differenz und das reicht, um dran vorbeizugehen. Also Michi, der neue Führende. Und Vipex bringt das Ding hier irgendwie nach Hause. Eine Minute ist noch zu absolvieren. Michi ist in seiner letzten Runde. Ja, Patrick, nur noch auf die Felge. Nur noch auf die Felge. So, Michi 1, Giftzwerg 2. Haben wir noch irgendwo ein schickes Duell? Ich glaube, hier dürfte vielleicht noch was gehen. Gyros Teller gegen Raptor. Denn Raptor hat den Schaden. Also rund um Position Nummer 8. Also, Gyros Teller gegen Raptor. Ebenfalls geht es in die letzte Runde. Die letzten Meter. Ja, Kaisi, kannst du ja gerne machen. Leider geht das bei uns nicht. Ja. Wenn die Slicks kein Profil mehr haben. Genau, Lord Deadline. Genau so. Ja. So, Gyros Teller an Position Nummer 9. Gegen den Kollegen Raptor an Position Nummer 8. Letzte Runde. Letzte Runde. Wer kommt als erstes über die Linie? Es ist der Kollege Steffen, der noch an Flyerholic dran vorbeigegangen ist. Also Position Nummer 13 für den Kollegen Steffen. Dann haben wir Flyerholic hier in Liga Nummer 1 mit dem ersten Start. Auch gar keine Frage. Stabile Zeiten, die der Kollege hier präsentiert hat. So, King Curry mit dem Abflug. Cold Wickle an Position Nummer 11. Und wir nehmen die letzten Meter mit hier vom Kollegen Michi. Herzlichen Glückwunsch. In Rennen Nummer 4 gibt es damit direkt die Führung in der Liga. Also, Giftzwerg an Position Nummer 2. Auch ein geiles Ergebnis. Macht hier wertvolle Punkte Richtung Raptor und Richtung Memphis gut. Auch hier nochmal 4 Punkte Differenz. Ja, Steffen, so was passiert manchmal. Memphis an 3. Magic, herzlichen Glückwunsch zu Platz 4. Vice wird 5. Auch da sehen wir Lichthupe, genauso wie bei Heike. 5. und 6. Herzlichen Glückwunsch euch beiden. Je an Position Nummer 7. Gyros Teller gerade eben noch an Raptor dran vorbeigegangen. Also, TFR an 7. Dann haben wir Gyros Teller an 8. Raptor an Position Nummer 9. Dann haben wir Vipex an Position Nummer 10 und guckt euch einfach mal die Reifen an.
Guckt euch die Reifen an, da wäre der Boxenstopp die bessere Variante gewesen. Mittlerweile mit 206 und 207er Zeiten unterwegs. Vipex an Position Nummer 10 und Cole Trickle und King Curry. Wir haben es gerade noch gesehen, der Abflug von King Curry. Also Cole Trickle kommt an Position Nummer 11 über die Linie und King Curry, also der Flo, an Position Nummer 12. So, welche Reifen meinst du, Chef? So, egal, hat trotzdem Bock gemacht. Sehr schön, so soll es sein. Also 8 Positionen gut gemacht, der Michi. Von Position Nummer 9 auf Position Nummer 1. So, dann gehen wir natürlich direkt ins Endergebnis. Und da oben sehen wir auch die schnellste Runde. Michi mit dem zusätzlichen Punkt. Giftswerk an 2, Mephis an 3. So, ganz kurz mal hier von der 59620 von Gyrosteller weg. So, dann haben wir natürlich den Mephis an 3, Magic an 4, Vice 5, Heiki 6, je an Position Nummer 7, an 8, dann der Kollege Gyrosteller, Raptor, Vipex, Cold Trickle, King Curry, Steffen, Flyaholic und der Kollege Eis leider mit dem Disconnect. So, da sind nur noch die Felgen drauf gewesen beim Kollegen Vipex, das ist korrekt. So, also das war auf jeden Fall Liga Nummer 1. Wird das die nächsten Wochen noch spannend. Zwei Rennen haben wir noch. Einmal Laguna Seca und einmal Tokio mit eventueller Regenwahrscheinlichkeit. Und ja, ich würde sagen, wir machen jetzt auf jeden Fall noch einen Raid fertig. Gucken mal, wer denn noch so online ist. So, und ja, springen auf jeden Fall mal rüber. Und ich würde sagen, wir gehen einfach... So, warte mal, Rexenex hat doch gestern, ne? Wie lange macht der denn noch? GTWL 90 Minuten. Oh, da ist auf jeden Fall noch genug Zeit. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir auf jeden Fall zum Kollegen Rexenex. Dankeschön auf jeden Fall, dass ihr wieder mit dabei wart, hier beim GTSL Sonntag. So, wo ist denn hier meine Ansicht? Warum kann ich hier wieder nichts machen? Hier, alter Fass. So, also. Vipex hat heute den Eis gemacht mit den Reifen, auf jeden Fall. So, Skyline Monkey wünsche ich dir auf jeden Fall auch allen einen wunderschönen Abend und ja, viel Spaß auf jeden Fall bei Rexenex und ja, ich wünsche euch auf jeden Fall einen wunderschönen Sonntag, schlaf gut und einen wunderschönen Start in die Woche. Also, Dankeschön, dass ihr mit dabei wart und dann natürlich bis nächste Woche zur GTSL. Dankeschön, ciao, ciao.